war wohl eine der heißesten Partys, die Schermbeck jemals gesehen hat. Rund 1800 Menschen füllten das riesige Zelt hinter dem Rathaus bis auf den letzten Platz. Dass die Schermbecker Volksbank gute Partys organisiert, war im Vorfeld kein Geheimnis. Allerdings, was sie zu der diesjährigen Mitgliedsversammlung veranstaltet hat, übertraf laut Rainer Schwarz das bisher Dagewesene. Nicht umsonst waren die Karten nach bereits 7 Tagen vergriffen. Der Abend stand ganz im Zeichen der handgemachten Rockmusik und so begannen die Allstars von der Schermbecker Gesamtschule unter Leitung von Peter Apfelbeck. Richtige Titelauswahl, perfekt abgestimmte Arrangements und viel Leidenschaft kam bei den Zuschauern an. Die Band fand das richtige Rezept, um die Stimmung schon am frühen Abend auf hohem Niveau zu halten. Nach einer kurzen Pause eröffnete Rainer Schwarz mit einem kurz gehaltenen Vortrag den offiziellen Teil des Abends. Er präsentierte den Zuschauern mit Freude die gute Arbeit und die hervorragenden Ergebnisse, die die Volksbank in der vergangenen Zeit geleistet hat. Er machte deutlich, dass im Mittelpunkt der Mensch stehe. Für mich ist es das Wichtigste, dass wir unseren Mitgliedern, unseren Miteigentümern, von denen über 20% heute hier anwesend sind, 1800 Miteigentümer der Bank, etwas schenken dürfen. Ein Dankeschön an unsere Mitglieder. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass sie diesen schönen Abend mitnehmen und positiv über ihre Bank sprechen. Das ist nämlich die Bank unserer Mitglieder. Im Anschluss richtete Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Krähe noch ein paar Worte an die Zuschauer. Und schon bald konnte der Höhepunkt des Abends beginnen. In diesem Jahr schaffte es die Volksbank, das wohl größte Rockorchester der Welt zu verpflichten und auf die Bühne zu bringen. Die Erwartungen des Publikums waren groß, denn die Vorjahre haben die Messlatte hoch angesetzt. Konnte es das Rockorchester schaffen, sie zu überzeugen? Einfach fantastisch, gar nicht zu übertreffen. Ich bin gerne hier und macht einfach Spaß. Musik bin ich total begeistert. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht mal im Turmmuseum spielen. Das größte Rockorchester auf der Welt, am kleinsten Strommuseum der Welt. Da wäre doch mal eine Zusammenführung. Ja, sehr schön hier. Wir haben eine Menge Spaß. Musik ist gut, Stimmung ist auch gut. Ja, klasse für Schermbeck. Ja, super. Ich kenne es ja schon auch das Essen und kann es immer nur wieder weiterempfehlen. Ich bin 735 Kilometer gefahren, nur um das Rockorchester Ruhrgebiet zu sehen heute Abend. So, ich finde es super. Reicht das? Danke. Und schon war klar, der Abend konnte nur ein Erfolg werden. Hundertprozentig live mit einer Vielzahl von Instrumenten brachte das Orchester mit über 30 Musikern einen Sound auf die Bühne, welcher seinesgleichen sucht. Beim umfangreichen Programm war für jeden etwas dabei. Sie spielten neben vielen weiteren Titel von Michael Jackson, Udo Lindenberg oder Gloria Gaynor. Spätestens bei Unchain My Heart von Joe Cocker konnten sich die ersten Zuschauer nicht mehr halten und stürmten auf die Tanzfläche. Auch Rainer Schwarz ist begeistert. Wir haben jedes Jahr das Problem gehabt, dass wir gesagt haben, wie sollen wir das noch toppen? Und jetzt haben wir mit dem Rockorchester Ruhrgebiet, was wir uns vorher auch mal angesehen haben bei einem Konzert, wo ich gesagt habe, die können wir gar nicht bezahlen, die können wir 30 Musiker, aber wenn man die Konstellation, die sich dieses Rockorchesters anguckt, das sind alles oder viele Berufsmusiker, die in Musicals, im Theater unterwegs sind, das ist für die auch Freizeitgestaltung und deshalb sind wir auch in der Lage oder sind wir in der Lage, heute das unseren Mitgliedern bieten zu können. Ich bin richtig stolz darauf, nur ich mache mir schon Gedanken, wen sollen wir demnächst verpflichten? Diese Frage stellt sich in der Tat. Die Show war abwechslungsreich und die Band integrierte gekonnt das Publikum. In einer Tombola in der Pause freuten sich einige Besucher über Einkaufsgutscheine. Die Schermbecker Volksbank bewegt etwas und bewies erneut ihr zeitgemäßes Gespür und sorgte auch in diesem Jahr für eine gelungene und unvergessliche Party.